So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Three Kingdoms Total War. Wir sind, jetzt ein bisschen in so einer Bredouille-Situation gewesen. Und ich habe mich bewusst nicht in die Stadt gestellt, weil wenn ich in der Stadt gestanden hätte und er hätte mich belagert, dann hätte ich gar keine Verstärkung bekommen. So habe ich jetzt die Chance, eine Verstärkung zu bekommen, wenn ich die Schlacht gewinne. Ich will nur mal schauen, was er für Einheiten hat, damit ich schon mal vorbereitet bin. Er hat halt drei Helden. Wobei, von diesen drei Helden, muss man sagen, die sind alle bei vollem Leben. Aber zwei dieser Helden, naja, sind relativ schwach im Nahkampf. Aber sein Fraktionsanführer Sang Yang, der ist nicht zu unterschätzen. Der hat ziemlich starke Werte. Von den Truppen hat er relativ viele leichte Einheiten hier. Leichte Räuberbande. Noch mehr Räuberbande. Räuberkrieger. Die sind relativ gut. Marodeure des Schwarzen Berges. Aber wir haben zum Glück viele defensive Einheiten hier. Wir haben immer noch Krieger von Yi. Einige. Hier war noch ein bisschen Säbelmiliz. Also wir müssen die Toreingänge auf alle Fälle verteidigen, dass die Türme ausreichend Schaden austeilen. Und wir haben ja diesmal zum Glück auch Fernkämpfer, auf die wir jetzt unbedingt zurückgreifen müssen. Wir sind in der Unterzahl mit 400 Mann, aber wir haben Türme. Ich denke, das könnte das Ganze auch ausgleichen. Und vor allem haben wir auch Kavallerie. Und er hat fast gar keine Kavallerie, er hat nur drei Einheiten, die ich zähle. Und seine Generäle werden sicherlich auch auf hohem Ross sitzen. Aber ansonsten haben wir die Kavallerie-Hoheit. Und das heißt, wir haben die Mobilität auf unserer Seite. Es wird natürlich jetzt ein bisschen schwierig sein, das zu verbinden, weil wir müssen zum einen defensiv spielen. Wir haben ein Lager zu verteidigen. Auf der anderen Seite haben wir Kavallerie und die sind aggressiv. Ja. Wir werden sehen. Und wir müssen auf alle Fälle die Duelle deaktivieren, weil das kann ich mir auch nicht erlauben, dass die jetzt in ein Duell verwickelt werden. Das mache ich gleich am Anfang. So. Okay. Zum Glück ist die schwere Einheit, ich habe ja immerhin eine schwere Einheit Speere. Die ist bei sehr hoher Gesundheit, 60.000 Leben. So, und die anderen Einheiten muss ich jetzt aufteilen. Dazwischen packe ich jetzt einfach die Yi-Miliz. So. Ach, die haben wir auch noch. Die schwere Hellebarden-Infanterie, die habe ich schon vergessen gehabt. Packe ich mal dazwischen. Wenn er charged, dann trifft es vor allem erstmal die Säbel-Miliz. Und hier müssten wir eigentlich noch eine Yi-Miliz irgendwo haben, oder? Ja, perfekt. Erstmal nicht viele Einheiten, aber ich denke mal, die werden erstmal das Ganze halten. So. Bogenschützen. So, die können wir ja mal in der ausschwärmenden Position aufstellen. Was bringt denn das eigentlich? Ah, die vorderste Einheit ist quasi im Angriffsmodus. Aber es sind die sind nicht für den Nahkampf gemacht, sag ich mal so. Hohles Karree. Nee, die sollen schießen. Haben sie auch ein bisschen Deckung zwischen den Zelten. Haben wir die Kavallerie. Ich bin überlegen, ob ich die noch im Lager lasse oder außerhalb aufstelle. Ah, ich sehe jetzt, wo er sich aufstellt. Ah, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Auf der Seite stellt er sich auf. Gut, dann kann ich nochmal alles umstellen. Kommt hier auf alle Fälle eine schwere Einheit. Jemand schau. Packe ich hinter den Turm, dass er nicht von Fernkämpfern getroffen wird. Dann kommt ihr hier rüber. Und ansonsten bin ich ganz zufrieden mit der Aufstellung. So, haben wir Wälder, also da können wir auch keine Einheiten aufstellen. Wir haben auch keine Einheiten, die Vorhutaufstellungen besitzen. Wir können uns auch gar nicht außerhalb aufstellen. Ich werde aber erstmal mit einem Großteil der Armee aus der Stadt rausreiten. Also aus dem Lager. Und dann nutzen wir die nachher strategisch.
So, auf der Seite hat er noch weniger Fernkämpfer. Die sind also erst recht keine Bedrohung für meine Fernkämpfer. Deswegen stelle ich die auch hier auf. Ja. Von mir aus kann er auch meine Bogenschütze unter Beschuss nehmen. Ich packe hier noch diese Einheit dazu. Ja, hier noch eine schwere Einheit. Verteidiger von Hebei. Und da hat er zwei Helden. Ich tausche mal hier aus. Dann packe ich Yuan Shu dorthin und Yan Liang dazu. Perfekt. Nee. Bloß kein Wachmodus für Kavallerie. Bloß nicht. Die Einheiten sollen alle erstmal tatsächlich jetzt hier sogar im Wachmodus bleiben. Ich will nicht, dass die das Schlachtfeld oder dass die das Lager großartig verlassen. Und hier machen wir einfach nur Gruppierungen, dass ich einfach sehe, ja, ich habe verschiedene Gruppen. Verteidigungslinie 1, Verteidigungslinie 2. Und die Fernkämpfer. Los geht's. So, die Türme schießen schon mal. Sehr gut. Und mit der Kavallerie geht's erstmal raus aus dem Lager. Na, er schießt zurück. Aber wenn seine Einheiten im Nahkampf sind, dann kann er ja sowieso nicht mehr schießen. Und wenn er schießt, trifft er seine eigenen Truppen. Okay, dann hole ich die Kamera gleich mal hier dazu, weil dann können wir uns gleich um die Bogenschütze kümmern. Die lässt er wahrscheinlich zurück. So, meine Bogenschützen oder meine Armbrustschützen schießen jetzt auch. Mittlerweile. So, die Kamera ist auf dem Weg. Ich zieh mal die einen ab. Die soll mal hier rüber. Ich denke mal, hier wird es ein bisschen schwierig. So, da kommt die Kavallerie auch schon. Ah, hätte schon ein bisschen früher da sein können, aber... Die Krieger fliehen! Weil die erste Einheit flieht direkt. So, aber hier die Einheiten kann ich jetzt abziehen. Ich brauche ja nur eine einzige Nahkampfkavallerie. Leider leckt das Spiel jetzt wieder mal so ein bisschen, weil so viele Einheiten im Kampf sind. Oh, der fackelt mein Lager ab. Mist. Das ist nicht gut, deswegen müssen wir den Kampf jetzt gewinnen. Aber hier kommt es gerade zu einer Massenpanik. Aufgrund des Kavallerie-Charges. Die Bogenschützen sind auch eingefangen. Sehr gut, hier haben wir schon mal gewonnen. Durch vereinte Bemühungen mit der Kavallerie. Sehr gut. Aber hier ist er jetzt durchgebrochen. Ja, ich muss Kavallerie abziehen. Ich brauche hier mindestens ein, zwei Einheiten. Das kommt, dann nehmen wir die gleich. Ja. Durch die Moralfähigkeit konnte ich auch jetzt die Truppen zum Fliehen bringen. Sehr gut. Sehr gut. Dann hinterher. Achso, da verfolgen wir schon. Okay. Dann passt das hier. Dann habe ich jetzt noch zwei Einheiten. Sehr gut. Die sind auch schon da. Fantastisch. Ihr habt noch nie gekämpft. Genug unnütze Erklärungen. Sehr gut. Das läuft. Es flieht alles. Haben sie wieder ein paar Bogenschützen gesammelt. Yuan Shao kann ruhig mal auf diese Kämpfer angehen, die hat keine guten Werte. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Aber hier kämpft meine Elite-Einheit gegen den feindlichen Kommandant und der ist auf einem Pferd. Das ist sowieso ein Vorteil. Unser Sieg rückt immer näher.
Was haben wir hier für Einheiten? Ah, Lanzenmiliz, okay. Oh, die flieht sogar. Wegen dem Helden wahrscheinlich. Okay. Sieht aber gut aus. Sieht sehr gut aus. Das ist mein Hauptmann, oder? Naja, oh, der Held macht gerade meinen Hauptmann fertig. Muss ich mal ein bisschen aufpassen. Unser Sieg rückt immer näher. Ah, jetzt hat er hier noch Kavallerie. Ja? Nicht, dass ich das jetzt noch verliere. Weil ich nicht aufpasse. Ah, das darf nicht passieren. Hier mein Helden, der muss jetzt in den Kampf. Der muss jetzt helfen. Sonst wird das hier echt noch schwierig. So, Kavallerie hole ich jetzt schon mal zurück. Die Männer brauchen Munition! So eine Schlacht würde ich ungern verlieren. Darauf seid ihr. Die wangen auch schon, sehr gut. Ein feindlicher General ist so, ein feindlicher General ist tot. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Er hat noch 23.000 Leben, er hat 9.000 Leben. Den Kampf werde ich also voraussichtlich verlieren. Sehr schön, hier haben wir gewonnen. So, hier haben wir noch eine Infanterie, die hole ich mal dazu. Und dann würde ich sagen, verfolgen wir jetzt weiter. Ja, wir haben nichts zu verlieren hier. Einen Schritt näher am Sieg. So, die Kavallerie kommt zurück. Alle Einheiten zurück. Sonst werden die von dem Helden noch fertig gemacht. So, der flieht zwar jetzt auch mittlerweile. Gut, dann lassen wir ihn verfolgen von Yuan Shu. So. Ja, und er hat noch 17.000 Leben hier, aber den werden wir auch noch fertig machen. Ja, muss ich sagen, dass er das Lager kaputt brennt. Damit habe ich nicht gerechnet gehabt, aber... Ja. Oh, der ist im Wachmodus. Ihr tut euch schwer. Braucht ihr Hilfe? Ah, seid still! Die Krieger fliehen! Feige Hunde! So, noch 9.000 Leben hat meiner. Seiner hat aber auch nur noch 8.000 Leben. Mittlerweile haben wir ihn anscheinend deutlich häufiger getroffen. Und jetzt wird er wahrscheinlich auch gleich fliehen. Ja, er wird gleich fliehen. Sehr schön! Wir haben ihn. Er ist tot. Und hier liegt er am Boden. Sehr gut. Das war's. Knapper Sieg, aber besser ein knapper Sieg als eine vernichtende Niederlage. Ja, der hat richtig gewütet. 187 Kills hat der Kommandant gemacht. Aber ansonsten sind wir eigentlich ganz gut umgegangen mit der Plage. Und bei mir sieht sicherlich wieder mal die Kavallerie. Ja. Tatsächlich auch die Armbrustschützen mit je 60 Kills. Das überzeugt mich sogar schon. Ja. Das sieht gut aus. Und die Kavallerie hier. Natürlich haben wir auch vereinzelt jetzt die Bogenschützen verfolgt. Da gehen auch viele Kills natürlich dann drauf. Sehr schön. Und der ist komplett weg. Es gab nie Zweifel. So, wir halten 900 Gold. Das ist eine Menge. 15 Erblinie. Und wir haben Yudu gefangen genommen. Es ist unter meiner Würde, neben einem solch schlechten Menschen zu kämpfen. Tut, was ihr wollt. Das heißt, wir können ihn nicht einsetzen. Schade. Wäre bestimmt auch ganz interessant. Aber er hat auch nichts zu stehlen, deswegen lassen wir ihn frei. Es scheint das Beste. Und nochmal 900 Lösegeld. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass wir sie brauchen. Hervorragende Schlacht. Vernichtet Liu Yu, diese Fraktion gibt es nicht mehr und so kämpft ein Krieger weniger auf dem Schlachtfeld der Geschichte. Man wird sich entweder an ihren Namen erinnern oder er wird in Vergessenheit geraten. Ja, das war die Fraktion, gegen die Gongsun San hier im Norden Krieg geführt hat.
Han Fu hat Zhang Shao den Krieg erklärt. Dong Ming hat Liu Dai zum Vasallen gemacht. Ui. Ui, was ist denn hier passiert? Der ist doch relativ weit weg sogar von Dong Ming. Das passieren konnte, kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Vielleicht hat er Druck auf den ausgeübt oder eine Drohung ausgesprochen. Wir haben die kaiserliche Mission erfolgreich erledigt. Im Dienst der Han Nahrungsvorräte umleiten. Ich hab dem gar keine Nahrung geschickt. Der wird das selber gelöst haben. Na gut, von mir aus. Yuan Shu erklärt seine Absichten. Euch erreicht die Kunden, dass der Kriegsherr Yuan Shu sich zum Kaiser unter dem Himmel hat ausrufen lassen. Eine solche Dreistigkeit hat viele erzürnt, doch er hat auch mächtige Adlige für seine Sache gewonnen. Krieg erklärt Han-Kaiserreich und Yuan Shu. Ja, mit dem sind wir verwandt. Beziehung verloren. Yuan Shao und Huang Shao. Bestimmt ist der gestorben. Das könnte es erklären, warum die ihre Rivalitäten eingestellt haben. Sehr schön. Das war eine sehr wichtige Schlacht. Und wir haben jetzt sogar noch regeneriert hier. Also meine Truppen sind auf ähnlicher Stärke wie vorher. Jetzt werden wir ihn hier auch angreifen. Der plündert gerade, wie es aussieht. Schauen wir uns gleich an. Sehr, sehr gut. Aber Herr Gongsun San, der wird mir jetzt in einer immer größeren Bedrohung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Siedlungen mittlerweile. Aua. Ja, das ist eine Menge. Da bin ich jetzt sogar doch mal überlegen, ob ich mit ihm einen Vertrag aushandle. Er würde es halt auch noch machen. Ganz im Ernst, wir machen das jetzt. Wenn er das bricht. Also aktuell unter den derzeitigen Umständen werde ich in den nächsten 10, 20, 30, 40 Runden nicht den Krieg erklären können, weil ich einfach nicht die Macht dafür habe. Und er ist mir mittlerweile auch überlegen, er ist stärkere 1. Dann machen wir jetzt erstmal eine Nicht-Angriffspakt, einfach um den Krieg zu verhindern. Prävention. Wir kriegen sogar noch 500 Goldstücke. So. Dann wäre das auch geschafft. Abgesichert. Zu den Waffen! So, der ist im Marsch. So, würde ich sagen, wir greifen ihn jetzt an in der offenen Feldschlacht. Alle Einheiten sind relativ stark angeschlagen. Er hat allerdings zwei neue Kommandanten hier jetzt rekrutiert. Mein Reich steigt auf! Reckt euch immer Richtung Himmel. Aber er ist im Marsch. Zurück auf Ausgangsposition. Ah, wir können das sogar automatisch machen. Entscheidender Sieg. Wir sind auch überlegen, ganz deutlich. Dann mache ich das auch automatisch. So. Eine Bestätigung meiner Macht. 1100 Gold. Erblinie. 800 Einkommen. Ich kann mir keinen Nutzen für Sie vorstellen. Aber wir haben keinen gefangen genommen. Okay. Im Gefecht getötet und wir haben ein graues Vollblut bekommen. China ist das Volk, nicht seine. So, dann gehst du erstmal in die Stadt. Was in meiner Abwesenheit geschehen ist. Du gehst ins Lager. Und dann würde ich sagen, als nächstes kümmern wir uns dann um diesen Pass hier. Das können wir noch machen und dann geht's ja Richtung Süden. Und dann werden wir hier in sein Territorium einfallen. Pingyang, Anyi und Pushu. Und die Stadt im Norden, die werde ich erstmal ignorieren. Und hier ist irgendwo noch eine andere Siedlung. Yingguan. Die ist sicherlich hier in den Bergen irgendwo. Die sehen wir jedenfalls noch nicht. Lehnt Korruption ab und übersteht das Elend. Gut.
Zumindest haben wir jetzt ziemlich viele freundliche Beziehungen hier. Also es gibt eigentlich niemanden, der uns nicht mag. Mit dem haben wir sogar freundliche Beziehungen. Trotzdem im Krieg. Weiter geht's. 我有一事相求，甚善。Eine Han-Armee. So, welche Jahreszeit haben wir jetzt eigentlich? Na, Herbst, natürlich blöd jetzt, um jetzt eine Belagerung zu beginnen. Das macht am besten im Frühling. Reden. Und hier ist ein Auftrag beendet. Den können wir nächste Runde dann neu auswählen. Für die Wiedervereinigung. Da würde ich sagen. Rührt euch! Ich komme ja sowieso nicht in die Runde. Schlagt das Lager auf! Mein Weg ist holt meine Berater! So, dann regenerieren wir nochmal. Und ich glaube, dann hole ich mir jetzt hier. Oder nee, wir machen was. Dann hole ich mir jetzt hier tatsächlich noch einen Hauptmann dazu. Wir können uns das finanziell leisten. Dann können wir nämlich an zwei Fronten gleichzeitig aktiv werden. Dann können wir nämlich hier mit einer Armee belagern. Und mit der anderen Armee den Creepers einnehmen. Bleibt anständig! So. Hauptmänner. Bevorzugt möchte ich einen Hauptmann mit viel Kavallerie. Ja, die sieht gut aus. Berittene Säbelmiliz, viele Lanzenmilizeinheit und vor allem haben wir ganz viel von dieser leichten Hellebardenkavallerie, die ich ja grundsätzlich sowieso besser finde. Kostet 2640. Aber die Einheit gefällt mir am besten. Vor allem, weil wir hier noch keine Kavallerie haben. Bestätigen. Ich stehe in eurem Dienst. So, dann rekrutiere ich hier, das wollte ich ja ohnehin schon machen, noch zweimal diese schwere Speerinfanterie. Brauchen wir jetzt hier vor allem noch ein paar Fernkämpfer und... Das könnte demnächst erstmal nicht schaden. Pflegt Geduld. Machen jetzt allerdings Minus. Wir müssen also dringend Siedlungen einnehmen. Ich wurde für diese Aufgabe geboren. Ja, wir können schon mal hier wieder den Stern einnehmen. Dann machen wir noch 200 Minus. Ja, das halten wir eine Weile aus. Meine Blutlinie gewährt mir Weiter geht's. Autorität. Ui, Seng Yang hat mir den Krieg erklärt. Euch wurde der Krieg erklärt. Seng Yang hat uns den offenen Krieg erklärt. Eure Minister drängen euch dazu, diese Kampfansage in gleicher Weise zu erwidern. Eure Generäle haben ihre Bereitschaft erklärt. Sie sind zuversichtlich und warten nur darauf, diesen widerwärtigen Heuchler und seine wickrigen Armeen Demütigung und Zerstörung zu bringen. Ihr könnt eure Koalition aufrufen, euch in diesem Krieg zu unterstützen. Jene, die dafür stimmen, erklären dem Angreifer den Krieg. Und das Schöne ist, Liu Bei hilft mir sogar. Um Hilfe rufen. Ich glaube, dann werde ich meinen Plan jetzt hier erstmal ein bisschen verändern. Okay, die kaiserliche Armee hat den Gu-Pass verlassen. Dann werde ich meine Strategie jetzt hier etwas ändern. Zheng Yang und Yuan Shao haben sich den Krieg erklärt. Dongming hat mit Liu Bei ein Friedensabkommen unterzeichnet. Da ist er wieder auf Friedenskurs auf einmal. Ist er wieder auf Friedenskurs? Aber nicht mit allen.
nur mit einigen wenigen. So, wir haben eine Werkzeugumverteilung für Bauernhöfe gebaut. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Geld machen. 500 minus jetzt. Gerade im Winter sind die Einnahmen aus der Landwirtschaft jetzt auch nicht so hoch. Eine Leibwache haben wir hier. Yuan Xi und Yuan Shao haben die Beziehung verloren. Und Yuan Shao und Wen Shu sind Freunde. Der wird mich bald verlassen. Ja, deswegen, also warum würde ich hier meinen Plan ändern? Ja, wir haben hier jetzt einen Krieg mit Seng Yang. Und die ist hier gleich hinter diesem Gupas. Relativ aktiv. Die hat hier auch zwei Siedlungen gleich mal. Hier noch eine weitere Komturei. Also die hält sie fast vollständig. Hier eine weitere Komturei. Und naja, wir würden jetzt hier zu viele Kriege gleichzeitig führen. Das würde ich nach und nach gerne machen. Deswegen, wir gucken mal, ob der schon auf Friedenskurs ist. Wenn nicht, würde ich nämlich sagen, wir erobern den Quipass, haben hier gleichzeitig eine Befestigungsanlage, die uns weiterhin dann langfristig schützen sollte vor weiteren Angriffen und können danach einen Frieden machen. Mal gucken, ob der da auf diesen Kurs eingeht. Hier steht minus 15,8. Aber er würde es annehmen. Oder er würde es doch annehmen. Ja, er würde es tatsächlich annehmen aktuell. Das ist gut zu wissen. Aber vorher würde ich noch diesen Pass erobern. So, wir gehen in den Lager. Als Einheit. Wir verlieren ganz leicht Militärvorräte, weil wir im Winter marschieren. So, dann geht ihr mal in die Stadt. Da müsste die Verstärkung ein bisschen höher sein. Hier haben wir jetzt nämlich 14% und in der Stadt haben wir 16%. Und aktuell haben wir noch genau zwei Runden diese 10% Nachschub, also genau zur rechten Zeit. Ja, wenn wir belagern und dann hat sich das. So, nächste Runde können wir wieder kaiserliche Intrigen einsetzen und durchführen. Ja, wir haben 700 Erblinien mittlerweile, da sollten wir was freischalten. Aber das gilt wirklich für die einzelnen Hauptmänner, für die einzelnen Gefolgen. Wenn wir das hier aktivieren wollen. Was für die ganze Armee gilt, ist das natürlich wirklich stark, ne? Weil das Gefolge von dem hat ja vorwiegend eine Kavallerie. Ja, und die haben eine relativ gute Nahkampfangriffsrate, aber eine schlechte Rüstung und Verteidigung, deswegen würde es da jetzt wenig Sinn machen. Und deswegen macht es dort wenig Sinn. Auf Nahkampfabwehr zu gehen oder auf Rüstung, weil die eben schon grundsätzlich wenig davon haben. Aber Nahkampfangriffsrate ist gut. Und Nahkampfschaden mache ich auch. Das ist eine Nahkampfkavallerie. Ja. Ah, jetzt haben die 37 Nahkampfangriff. Das ist schon ordentlich. 28 Schaden. Ah, das ist gut. So, und die Armee ist dann auch aufgefrischt, bevor wir diesen Pass belagern. Das läuft fantastisch hier. Alles nach Plan. Also nach Plan nicht, aber... Man muss die Strategien ein bisschen entwickeln. Es verändert sich ja alles. Hier kommt ja immer auf neue Kriegserklärungen an, auf die man sich dann einstellen muss. Und ja, dadurch, dass mich jetzt hier Seng Yang angegriffen hat, ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil wir jetzt hier eine sehr lange Front hätten. Deswegen will ich diesen Pass noch erobern. Liegt nämlich gerade in Reichweite und danach machen wir erstmal einen Frieden. Da müssten die Bedingungen, die wir aushandeln, noch viel, viel besser sein.
Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle von euch und wie jedes Mal natürlich bedanke ich mich fürs Zuschauen, für euer Interesse und lasst gerne einen Kommentar da zu Three Kingdoms oder auch zu meinem Spielstil, was euch gefällt, was soll ich verbessern und ja, dergleichen. Da freue ich mich immer sehr drüber und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.